Na, ich meine, wie schaut das aus? Puh, warm, gell? Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind im tropischen Bayern. Knallerheiß heute. Irgendwie 24 Grad. Und die Sonne brät auf den grünen Sprinter. Ist ja gut für die Solaranlage, aber naja, der wird da schon mal ein bisschen wärmer innen drin, weil. Ja, wie gesagt, das habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört auf dem Kanal hier. Die Isolation in dem etwas älteren Auto, 24 Jahre, die ist abgefallen. Die hat sich nach unten begeben. Der Leim hat aufgegeben. Nimmt der überhaupt auf? Ja, der nimmt auf. Ja, muss immer mal checken hier, ob denn alles auch so klappt. Man hat ja keine Info hier vorne. Naja, nichts ist passiert. Ne? Gar nichts los. Wir waren jetzt. Keine große Reiselust mehr gehabt und haben uns dann in Fürth eine Woche vergnügt. Fürth bei Nürnberg. Die Nürnberger sagen die verbotene Stadt. Keine Ahnung, irgendwas mit Fußball sicher. Da war sehr angenehm da. Man konnte dann auch teilweise schon draußen sitzen abends und da sein Bierchen. Bier haben die ja hier genug, wirklich Gutes auch. Und auch gute Gastronomie, war echt okay. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, da wo wir dann gestanden haben, beim Fürth, direkt an dem Fürther Mare oder Fürth Mare. Nein, Fürth Therma, so ein Wortspiel. Also irgendwie Therme und Fürth in einem zusammengeknubbelt. Tja, gibt ja auch andere, die machen das. Die Vanomaden zum Beispiel. Ja, und was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, ja. Was mir halt aufgefallen ist, als ich dann da einkaufen war und so, dass alles scheiße teuer ist. Ja, das kennen wir doch schon. Das wissen wir doch. Das ist doch nichts Neues. Ja, ist schon klar. Es hat überall sind die Preise gestiegen, Inflation und so weiter. Haben ja überall die gleichen Raten so in etwa. Wird ja kein Land ausgelassen. Nur für mich persönlich jetzt, der sein Geld in norwegischen Kronen verdient. Ganz übel, weil der Euro hat eine riesige Kaufkraft gewonnen die letzten paar Jahre gegenüber dem Norwegisch, der norwegischen Krone. Die norwegische Krone, habe ich 8 Kronen für einen Euro bezahlt vor Corona irgendwann. Und ja, war natürlich immer klasse, hast du dann immer, da war dann Deutschland und dann war dann immer so richtig billig alles, gell? Ja, und das ist rum. 8 Kronen für einen Euro, jetzt sind 12. Lass mal ein Wort, gell? Da hast du dann, der Lohn ist ja nicht entsprechend gestiegen. Ne? Ist ja immer noch irgendwie verhältnismäßig besser oder vielleicht jetzt ja, was besser als in Deutschland, glaube ich. Aber keine Ahnung, jedenfalls die Kaufkraft von der Krone ist gesunken. Jetzt hör auf zu jammern. Nee, was ist denn die positive Seite daran? Ja, die positive Seite daran ist, dass euer Euro, ja, der Euro, der ist jetzt richtig viel wert in Norwegen. Also ein Drittel mehr mal, je nachdem, wie rum man das betrachtet. Das heißt, auf nach Norwegen. Jetzt ist es endlich leistbar. Habe ich dann letztes Jahr auch gemerkt, schon und das Jahr davor. Also Tourismus da ist so richtig am Abgehen. Ne? Aber da ist ja genug Platz. Man muss halt ein bisschen außerhalb der Wege sich da aufhalten. Klar, alle wollen immer zu den gleichen Dingern. Preikestolen, Geiranger Fjord und Lyse Fjord und alle diese Sachen. Klar, da knubbelt es sich dann. Auch auf den Lofoten, da knubbelt es sich heftig. Und da ist inzwischen so, dass man da noch nicht mal mehr zelten darf an manchen Stränden, weil einfach weil der Boden da permanent von Zelten bedeckt ist. Das schadet der arktischen Natur ganz schön heftig. Naja, aber wie auch immer, jedenfalls, jetzt, wer da schon immer von geträumt hat, mal nach Norwegen zu kommen, jetzt kannst du das auch halbwegs leisten. Nur ja, wie soll ich da anfangen? Also eine Kiste ist die, dass halt, es gibt so eine Unsitte irgendwie. Ja. Ich fange mal eine andere Story an. Erstmal. Also ich komme da wieder drauf. Moment, Moment. Vor ein paar Jahren, da war ich 7,
ist eine Weile her, so seit 71 oder so, kommt der Nachbarsohn, die Eltern, die waren Apotheker. Ne? Das war damals so ein sehr einträgliches Geschäft. Der kam zu mir an und tönte da so richtig, ja, fast schon großkotzig, wir wären in einem amerikanischen Restaurant gewesen. Ich sag, ach, wo denn da? Ja, das wäre in Koblenz da, ich bin aus Koblenz am Rhein, das wäre da bei der Löhrstraße da vorne. Und da hätten sie so ein Ding aufgemacht. Ich sag, aha, was hast du denn gehabt? Was hast du denn gegessen? Ja, Hamburger hätte er gegessen. Hamburger? Ja, Hamburger. Kannschnitt habe ich nie gehört. Ist das so wie Berliner oder so? Nee, ich sag, erklär mal. Ja, das wären so Hackfleisch und so weiter. Ich sag, ach so ähnlich wie Frikadellen oder was? Ja, so ähnlich. Ach so, okay. Mhm. Und war gut? Ja, das hat okay geschmeckt. Ja, und? Ja, da hätten sie dann, die werden halt warm, ne? Die werden in gebraten oder in Frittieröl, irgendwas, wusste ich nicht genau. Und da würden sie dann, da wäre dann Ketchup drauf, Zwiebeln, Sauergurken und ein Salatblatt. Und irgendwie Tomatenscheibe. Ich sag, hä? Was? Süßer Ketchup auf einer Frikadelle? Ja, das ist halt schon mal komisch, ja. Nee, das meint er, das wäre halt ein Hamburger. Das käme so, die Amerikaner würden das so machen. Das, ja, aha, okay. Ja, aber dann war das ordentlich so ein, ordentlich dick, ne? So, hast du was von gehabt, oder? Ja, das ist dann wieder ausgewichen. Ja, dann kam dann raus, das war dann so ein bisschen dicker wie ein Wurstscheib, gell? Und ja, sag ich, okay. Ja, aber da war das Brötchen wenig und knusprig und so. Ja, ihr kennt die Antwort, ne? Ja, da habe ich dann noch gefragt, weil dann ein satt geworden wäre von so einem so einem Ding. Und dann hat er gemeint, ja, nee, dann auch zwei gehabt. So, dann habe ich gefragt, was kostet so was? Da war irgendwie ein Mark 20 oder Mark 50 oder so. Und zwei Stück, sag ich immer, beim Metzger. Kriegst du ein ordentliches Frikadellenbrötchen mit so einem Bremsklotz, so haben wir früher die Frikadellen genannt. Da kann ich vorstellen, wie die aussahen, wie viel Fleisch das war, kurzgereistes Fleisch. Und ordentlich Löwensenf drauf. Gell? Und ja, mit einem knusprigen Brötchen. Ja, nee, sag ich, ja, da ist ja Käse, die gehen ja wieder pleite. So ein Mist kauft sich doch keine Sau. Tja. Ihr kennt das, Fast Forward to 2024 und da sehen wir, die Leute geben das nicht zu, aber die fressen den Scheiß überall. Auch den Müll, den man hier so rumfliehen sieht, das ist immer, sind immer McDonalds-Tüten, gell? Ist erstaunlich. Eigentlich müssten die eine extra Steuer kriegen, ne? Aber ja, und die Leute vergiften sich mit dem Dreck. Das hat sich ja aber dann auch, weil im gleichen Atemzug kamen ja dann auch die Handelsketten, die großen. Gell? Ich will jetzt keinen Namen nennen, ist mir irgendwann noch Ärger macht. Die haben da auch die Tante Emma, also die Frau Schmidt um der Ecke, die haben sie ja platt gemacht, gezielt. Gell? Mit Steuergeld, weil die haben ihre Verluste über Steuereinsparungen finanziert. Ja, was hat er zur Folge? Das ist ja Einheitsfraßmampfen. Der im großen Stile eingekauft wird und diese Ketten, diese ganzen Produzenten, die haben halt den Bauern bei den sprichwörtlichen, ja, ne? Also Eier kaufe ich ja auch lieber direkt vom Hof, ne? Und da kann man aber auch eben hingehen und sagen, okay, Reisen im Van kann ich ja mit damit verbinden, dass ich mich kulinarisch weiterbilde, ja? Und das halt mal erst, was die lokal da haben und so. Und da direkt beim Bauern kaufen. Dann sagst du, ja, Biokram, bla bla bla. Nee, ganz normaler Bauer. Und mehr von diesen Landwirtschaften gehen dazu über, dass du da auch dann gegen kleines Entgelt oder ganz umsonst mit dem Wohnmobil stehen darfst. Lernst den Erzeuger kennen, kaufst von ihm direkt den Krempel ab. Und am Ende haben sie auch noch eine kleine Restauration dabei. Das ist je nach Land verschieden. Das hat auch mit den Steuergesetzen zu tun von den Ländern. In Frankreich müssen sie Steuern bezahlen, wenn sie das ganze Jahr sowas machen. Deswegen wollen die gar kein Geld für das Campen haben. Klar, gibt es auch
bevor ich dich dann entsteuern ausgebe, stell dich dahin, kaufst halt was. Auch oft ohne Zwang, dürfen sie auch nicht. Aber ja, wie gesagt, dann habe ich dann in Frankreich angefangen. Und das war eine klasse Nummer. Ja, und jetzt, wo eure Kaufkraft mit dem Euro in Norwegen richtig viel wert ist, da könnt ihr da mal bei den Landwirten auch direkt klasse norwegisches Essen kennenlernen. Weil die haben viel interessante Sachen. Ja, und ich glaube, das werde ich dann auch mal weiter erkunden und dann euch in den nächsten Videos vermitteln. Also viel Spaß denn diesen Sommer noch. Der wird wohl schön, so wie er ausschaut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also abonnieren nicht vergessen, weil hier die Abonnenten von diesem Kanal, das sind ganz spezielle Leute. Da zankt keiner im Kommentarfeld rum und sonstiges. Das finde ich schon mal klasse. Vielen Dank dafür. Also, bis demnächst.